E-Mobilität ist in und die sportliche Interpretation sieht bei Audi nun so aus. Die Familie der elektrisch angetriebenen Autos bei Audi hat Zuwachs bekommen und das ist eigentlich ein alter Bekannter, und zwar der e-tron Sportback. Doch dieses Auto trägt den Zusatz S und das bedeutet Sport. Er ist ein richtig sportliches Auto und das zeigt er schon vorne an der Front. Man hat hier überarbeitete Lufteinlässe, die konnte man auch schon für den e-tron Sportback als Zubehör bekommen. Hier ist das absolut Standard. Was auffällt, das Auto ist hier auf der Vorderachse richtig breit geworden. Rund 5 cm hat die Breite zugenommen und was Schöne ist, es gibt hier Kotflügelverbreiterungen. Und die sorgen dafür, dass es zum einen besser aussieht, zum anderen gibt es hier diesen Lufteinlass. Und dieser Lufteinlass sorgt dafür, dass man einen erheblich besseren CW-Wert hat. Naja, ein Wort zu der Leistung. Es gibt nicht nur zwei, sondern drei Motoren. Einer sitzt auf der Vorderachse und zwei sitzen auf der Hinterachse. Es gibt eine Systemleistung von maximal 370 Kilowatt, also um die 503 PS. Und damit schafft das Auto die 100 schon nach 4,5 Sekunden. Und bei 210 wird dann elektrisch abgeregelt. Ist auch richtig, denn sonst würde sich die Reichweite dramatisch verringern, wenn man immer Vollgas fährt. Naja, genug der Worte. Jetzt werde ich mal mit diesem Sportgerät ein bisschen Gas oder Strom geben. Rund 2,6 Tonnen wiegt dieses sportliche Statement von Audi in dieser Klasse. Trotzdem ist er ein Leichtfuß. Damit man beim Boosten, und das ist ja für 8 Sekunden möglich, auch die 503 PS auf die Straße bekommt, gibt es 20 Zoll große Räder, die sind serienmäßig und Planetengetriebe mit einer festen Übersetzung. Das heißt also, von 0 bis 210 geht's richtig zur Sache. Um Überholte zu beobachten, nutzt Audi diese Kameras. Sie sind aber sehr gewöhnungsbedürftig. Also hier im Innenraum ist alles sehr luxuriös. Es gibt die besten Materialien, eine perfekte Verarbeitung. Aber das kennt man ja von Audi. Hier vorne vor mir der virtuelle Tacho, das virtuelle Cockpit. Es gibt hier die Geschwindigkeitsanzeige, dann noch eine Anzeige für die Reichweite. Und zum Rekuperieren habe ich auch noch eine Anzeige. Und ich sehe auch, ob ich gerade viel Strom verbrauche. Hier auf der rechten Seite dann zwei große Displays. Zum einen hier oben auch per Touch zu bedienen. Beispielsweise das Navigationssystem und hier unten auch per Touch zu bedienen, das System für die Heizung und für die Lüftung. Der einzige analoge Schalter ist hier noch der Drehknopf für die Lautstärke des Radios. Auch wenn es kompliziert aussieht, alles ist schnell gelernt und auch schnell zu bedienen. Wenn Elektromotoren richtig gefordert werden, dann entsteht reichlich Temperatur. Also beim Boosten für 8 Sekunden braucht man auch eine gewisse Kühlung. Die hat dieses Auto oder dieses System. Und damit ist das wirklich ein paar Mal möglich. Und das bieten andere elektrisch angetriebene Autos in der Form nicht. Er ist 4,90 Meter lang. Das bedeutet viel Platz im Innenraum. Das Versprechen hält der e-tron S Sportback auf jeden Fall. Die Inneneinrichtung entspricht dem e-tron Sportback. Auch hier sind Multimedia- und Infotainment-Systeme an Bord. Riesig ist der Kofferraum, besonders durch umliegende Rücksitze. 615 bis hin zu 1655 Liter sind möglich. Doch wer ist der e-tron S Sportkunde eigentlich? Der e-tron S spricht natürlich vor allen Dingen Kunden an, die sehr dynamisch fahren wollen. Das heißt, hier liegt der Fokus nicht sehr auf der Langstreckentauglichkeit, sondern vielmehr auf dem, was man mit dem Fahrzeug querdynamisch erleben kann und dass das Auto einfach Fahrfreude bringt. Natürlich gibt es Leute, die mit so einem Auto auf die Rennstrecke gehen wollen. Und hier hält der Audi e-tron natürlich mit seinem Konzept mit den drei Elektromotoren, den fast 1000 Newtonmetern Drehmoment und 370 kW Leistung genau das richtige Paket bereit. Zum Handling kann ich sagen, das Auto ist ein bisschen heckbetont unterwegs. Und wenn man sehr sportlich unterwegs ist, dann merkt die Elektronik das und senkt das Auto bis zu 26 mm ab. Dadurch kommt der Schwerpunkt runter. Das ist wichtig, denn diese großen SUVs oder Crossover sind natürlich ein bisschen kopflastig. Hier hat man noch einen Vorteil.
Der Akku, der ja einige hundert Kilo wiegt, ist sehr tief eingebaut. Dadurch kommt der Schwerpunkt runter und das Auto rollt dann in schnell gefahrenen Kurven nicht so stark. Das ist sehr positiv und es gibt auch ein gutes Gefühl, eine gute Rückmeldung. Dazu ist die Luftfederung sehr komfortabel. Hilfreich beim Fahren ist die sehr präzise Lenkung. Wie schon gesagt, ist dieser Akku sehr tief eingebaut und er hat eine Leistung von 95 Kilowattstunden. Das ist eigentlich schon sehr viel und die Reichweite gibt man an mit 365 Kilometern. Das könnte aber eng werden, wenn man hier immer ans Gas geht oder immer schnell fährt, dann wird man diese Reichweite wohl nicht schaffen. So, meine Testfahrt mit diesem Audi e-tron S Sportback ist zu Ende. Ich muss sagen, es ist ein atemberaubendes, elektrisch angetriebenes SUV oder Crossover, wie auch immer. Das Auto kostet in der Basisversion 96.000 Euro. Das ist nicht gerade wenig, aber dafür bekommt man ein Auto der Extraklasse. Das war's von mir und es gibt einen Daumen hoch. Tschüss! Eines bringt so ein Elektroauto ganz gewiss viel Fahrspaß.